Hallo vom Campus. Die Uni hat begonnen und die Klausuren laufen etwas anders ab als noch in der Schule. Anstatt viel zu vielen Arbeiten und viel zu vielen Referaten gibt es jetzt nur noch eine Prüfungsleistung pro Halbjahr. Also pro Modul, und manchmal sind die auch noch zweigeteilt. Außerdem ist es ja viel mehr Lernstoff, den man für nur diese wenigen Termine vorbereiten muss. Also vielleicht doch gar nicht so entspannt, wie sich das alles erstmal anhört. Ich komme ja jetzt ins vierte Semester und bisher kann ich sagen, es ist manchmal viel, es ist auch manchmal echt ein bisschen stressig, aber es ist auch alles absolut machbar. Deshalb habe ich mal 5 Tipps zusammengestellt, die mir bisher bei den Prüfungsvorbereitungen immer geholfen haben. Aber vorab die Frage an euch, was ist denn euer Geheimtipp bei Prüfungsstress? Ist es die totale Ablenkung oder braucht ihr Nachtschichten mit ganz viel Kaffee? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin super gespannt und freue mich drauf. Und dann kann es auch schon losgehen mit meinem Tipp Nummer 1. Klingt vielleicht ein bisschen banal, aber man braucht einfach einen Platz, an dem man vernünftig und ordentlich arbeiten und lernen kann. Dazu gehört vor allem, dass man sich wohlfühlt. Also es muss nicht alles picobello sein, aber mir hilft zum Beispiel, wenn der Raum, in dem ich lerne, aufgeräumt ist und natürlich auch der Schreibtisch. Dann braucht ihr gutes Licht und ausreichend Sauerstoff. Gut ist natürlich, wenn man draußen lernen kann, im Sommer, da hat man auch Licht und Luft ohne Ende. An der Leuphana gibt es auch sehr viele, ich sag mal, Outdoor-Lernplätze, die wirklich ziemlich cool sind. Ansonsten kann man auch in die Bibliothek gehen, da kann man auch immer sofort alles nachschlagen. Und wenn ihr dann an eurem aufgeräumten, sauberen, ordentlichen Arbeitsplatz sitzt, dann kommen wir zu Tipp Nummer 2, und zwar das Erstellen eines Lernplans. Der gibt einfach eine Übersicht darüber, wann die Prüfungstermine sind, wann ihr Zeit habt zu lernen und wann absolut überhaupt gar nicht. Wann ist zum Beispiel ein Geburtstag oder ein Konzert und ihr wisst, am nächsten Tag fangt ihr vielleicht doch erst ein bisschen später an zu lernen, dann gehört das auf jeden Fall in den Lernplan. Ich merke meistens auch, wenn ich diesen Lernplan mache, dass ich doch noch ein bisschen mehr Zeit habe, als ich eigentlich dachte. Kann natürlich auch andersrum sein, dass man merkt, uiuiui, gar nicht mehr so viel Zeit. Dann sollte man die Pausen vielleicht ein bisschen minimieren, aber trotzdem, finde ich, sollte man versuchen, welche einzubauen. Ihr könnt euch natürlich auch Zwischenziele setzen, das ist auch immer super. Dann kann man immer Ziel für Ziel abhaken und wenn man dann was erreicht hat, kann man sich belohnen, zum Beispiel mit einem Pizzaabend, mit Freunden. Und apropos Freunde, kommen wir zu meinem Tipp Nummer 3. Und zwar bildet Lerngruppen. Mit Freunden zu lernen bringt zum einen viel mehr Spaß und zum anderen könnt ihr sehen, wo ihr überhaupt selber so steht. Wo könnt ihr euch mal entspannt zurücklehnen und wo solltet ihr noch mal ein bisschen Gas geben. Außerdem sind eure Kommilitonen einfach super Ansprechpartner, wenn ihr irgendwas mal nicht verstanden habt. Oder falls ihr mal ausnahmsweise natürlich nicht in der Vorlesung wart, dann gibt es auch noch die Mitschriften von den anderen. Jeder lernt ein bisschen anders. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich eher noch mal meine Zeit brauche, um wirklich alleine alles durchzugehen, aber trotzdem dann immer noch so ein bisschen Austausch habe. Das ist ganz gut. Kommen wir zu meinem Tipp Nummer 4. Quasi eine riesige Lerngruppe. Nehmt die Tutorien wahr. Natürlich ist nicht jedes Tutorium super spannend, aber grundsätzlich sind sie einfach für euch, für die Prüfungsvorbereitung gemacht. Die Tutorinnen und Tutoren sind meistens Studierende aus den höheren Fachsemestern. Das bedeutet, sie haben diese Prüfungsleistung bereits erfolgreich bestanden. Sie kennen die Professorinnen und Professoren, wissen, worauf die besonders Wert legen, wie die Prüfungsleistung aufgebaut ist und was ihr vielleicht auch mal getrost überblättern könnt. Deshalb macht es wirklich Sinn, dahin zu gehen. Übrigens auch nochmal ein super Ort, um fragenlos zu werden. Dann kommen wir zu meinem Lieblingstipp, Tipp Nummer 5, der letzte heute, und zwar die Ablenkung. Irgendwann ist auch mal Schluss mit Lernen. Ich kann mich zum Beispiel so ein paar Stunden vor den Prüfungen schon mal ziemlich verrückt machen und dann nochmal mit den Kommilitonen zu diskutieren. Kann im Zweifelsfall genau richtig sein, aber im Grunde lernt man da auch nichts Neues mehr. Mir hilft zum Beispiel, wenn ich dann morgens arbeiten gehe, da bin ich gezwungenermaßen abgelenkt. Oder man kann auch Filme schauen, dann sollte man aber darauf achten, dass man auch wirklich dann den Punkt findet, wo man reingeht und nicht weiterschaut. Das war's. Das waren meine 5 Tipps für eine entspannte Klausurenphase. Ich bin jetzt total gespannt, was ihr unten noch für Geheimtipps in die Kommentare schreibt. Und dann muss ich auch weiter lernen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!